So, hallo an alle, Ladies and Gentlemen, und herzlich willkommen zur nächsten Folge von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja, beim letzten Mal haben wir ein bisschen das komplette Gebiet Akala unsicher gemacht. Und das möchte ich jetzt auch ein bisschen fortführen. Indem ich zum Beispiel mich mit dem Kobold da vorne anlege. So? Hat gepasst. Der wurde jetzt zumindest vom Pferd runtergeschubst. So, und jetzt haben sie mich auch entdeckt. So, ziehen wir jetzt mal die Wächter-Axt. Und dann geht es los. Ne, so nicht. Also, erstmal dann mit dem Pferd im großen Kreis herumgaloppieren, sodass man sich auf den da konzentrieren kann. Und dem dann erstmal einen richtig schönen 90er-Hit zu geben. Oh, oder ist er wieder da? So, was nehmen wir denn als nächstes? Irgendwas Großes. Wie zum Beispiel ein Feuergroßschwert. So, also. Du kriegst aufs Maul. Und du kommst nicht in meine Nähe. Warum nicht? Komm her. Wenn du nicht näher kommst, dann schieße ich dich eben ab. So, pling. Ja, das hat sehr gut gepasst. Und er ist gleich noch ersoffen. Sehr schön. Dann mit einem riesengroßen Kängurusatz vom Pferd runter. Und wieder hoch. Weil es dann weitergeht. Denn wir müssen diese... ich nenne sie jetzt mal diese... Erdinselschnecke, was auch immer es ist, noch weiter von Monstern befreien, weil wir es ansonsten nicht schaffen, den blauen, ne, nicht den blauen, aber dieses komische, ich glaube, es wurde als Juwel uns mal betitelt, auf jeden Fall diesen runden Ball da vorne in die Plattform zu bekommen. So, dem, wow, alles klar, das hat Schaden gemacht. Vielleicht sollte man das nächste Mal einen Frontalzusammenstoß mit Pferden vermeiden. Oh nein, dem Pferd wollte ich eigentlich nicht eingeben. Ist auch gut, dass ich dem nicht eingegeben habe, weil ansonsten wäre es ganz weit weggerannt. So, ah, da ist mein Pferd. Also dann, weiter geht's. So, Feuergroßschwert wird wieder geholt. Oh, so an da. Da ist noch so ein Exalfoss. Das ist ja eine Schweinerei. Komm her! So, jetzt ist es zumindest gepult. Ja komm, im Wasser musst du auch treffen. Mit dem Pferd nicht ins Wasser reiten. Geradeaus. Wenn du nicht kommst, dann sorge ich eben dafür, dass du kommst. Siehst du? Da ist es schon. So. Feuer, Großschwert. Aufs Fressbrett. Warum nicht gleich so? Warum müssen sie immer noch versuchen, wenigstens ein kleines bisschen zu kämpfen, obwohl sie ganz genau wissen, dass es sowieso nicht funktioniert. So, nächster Exalfoss. Ja. Nee. Während des Reitens geben wir dem aber mal nicht im... Dem Octorok können wir geben. Oh. Nee, so nicht. Das probieren wir nochmal. Also wieder zurück. Und jetzt aber. Jawohl. Und wieder umkehren. Vorher noch. Oh. Dem wollte ich eigentlich einen mitgeben. Ich bin die ganze Zeit gewöhnt, dass man zu Pferd mit dem Bogen ein bisschen vorschießen muss. Aber so nicht in Zelda. Ah komm, egal. Können wir uns erstmal hier um den Moblin. Gas. Und aufs Fressbrett. Komm Pferd. Lauf, lauf, lauf. So, danke. Das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das erhofft habe. Aber jetzt schon. So, Schwert, lade wieder auf. Alles gut, nächster Moblin. Und voll aufs Fressbrett. Und dann nochmal weiterreiten. Was gibt's hier noch? Ein Haufen Exalfoss und noch mehr Moblin. Dem versuchen wir mal so kurz einzugeben. Hat nicht funktioniert. So, dann schaffen wir uns aber erstmal den da vom Leib. Nämlich mit einem gezielten Schlag zu Pferd. Und dann gucken wir mal, ob wir hier noch weitere Exalfoss oder Octorok pullen können. Zum Beispiel so. Warum regnet es jetzt schon wieder? Wenn man unten auf die Anzeige guckt, dann sagt es einem, dass es die ganze Zeit sonnig sein sollte. Was ist denn das für eine Schweinerei? So, dafür muss der Mobling dran glauben. So, erstmal einen kleinen Hit einfach nur beim Anreiten geben. Dann umdrehen, nochmal Gas geben und kaputt hauen.
So, was noch fehlt, sind vielleicht ein paar Exalfoss, wie zum Beispiel der. Der hat noch einen kassiert, sehr schön. Komm her. Oh, daneben. Hörst du auf mit Steinen schmeißen? Das macht man nicht, sonst kommst du noch unter die Hufe. Ach nee, warst schon unter den Hufen. Yeah. So, und das gleiche, beziehungsweise sowas ähnliches machen wir auch noch mit dem. Wenn ich mal treffen würde. So. Getroffen. Oh, vom Pferd aus macht man so einen schönen Schaden. Komm, brenn. Brenn. Fall um. Du hast keine AP mehr, du darfst nicht mehr tanzen. Genau, fall um. Perfekt. Jetzt kann man mal absteigen. Mit B. Genau, mit B. Ja, sorry, da muss ich mich mal kurz räuspern. Und dann geht es weiter. Nämlich die ganzen Sachen sammeln, die hier liegen. Und wieder aufs Pferd. Da war ein Octorok. Da sind noch Octoroks. Und ich glaube, es wäre gut, wenn ich hier tatsächlich alles clearen würde, bevor ich dann anfange, das Ding zu tragen. Also, einmal. Oh, was? Der war nicht drauf? Jetzt aber. Und so. Nee, auch nicht. Immer nur die Mütze weggeschossen. So, jetzt geht er aber nicht auf die Mütze, sage ich doch. Also dann, falsche Taste gedrückt. Es ist A, mit dem das Pferd läuft und nicht B. Ist auch ein bisschen eine Gewöhnungssache. So, kann ich dich anvisieren? Sehr schön. So, und sowas ähnliches versuchen wir noch mit dem. Auch erwischt und nochmal kehrt. Jetzt haben sie alle schon mal wenig HP. Und sind low. So, komm her. Wie? Der ist wieder voll. Pferd, kannst du vielleicht mal eine Kurve laufen? Gib dem hart aufs Maul, dem tanzenden Äxtenvieh. So. Verdammte Schweinerei. Das Pferd kriegt es überhaupt nicht gerafft, Kurven zu laufen. Oh, noch ein Octorok. War der drauf? Ja, der war drauf. Kurve, wenn ich drücke. Verdammte Schweinerei, ich muss mich anders hinsetzen. So. Komm aus dem Wasser raus, du blöde Pussy. So, verdammte Schweinerei. Okay, Knochenburgbogen ist zerbrochen. Auch nicht schlimm. Und ich weiß nicht, ob das die richtige Taktik ist, hier alles platt zu machen und dann nochmal hinzugehen. Weil ich glaube, das Zeug spawnt alles nach. Deswegen werden wir uns jetzt auch nicht um den Kobold kümmern, außer er kommt uns zu nah. Ja, die spawnen alle nach. Okay. Das heißt, wir müssen mal schön live kämpfen. Der war drauf. Na gut. Dann geben wir mal Hartgas, um von dem Vieh wegzukommen. Können also auch noch mehr machen, sodass wir uns hier mit einer schönen, schnellen Geschwindigkeit entlang bewegen, damit ich dann im Endeffekt zu diesem Ball komme, der da rein muss. Und bald regnet es auch. Also doof. So, das Schwert kann auch wieder auf den Rücken. Ach man, diese blöden Viecher, das Schwert kann nicht auf den Rücken. Na gut, einen habe ich erwischt. Der andere kommt mir sowieso nicht nach. Wenn denn... Gott, ist das eine Schweinerei. Ich glaube, es hängt... Wie gut man wenden kann, hängt auch von der Kameraeinstellung ab. Wenn ich zum Beispiel hier so bin, kriegst du das Pferd gut gebacken. Wenn ich aber in der... Wenn ich aber die Kamera in einem anderen Winkel habe, zum Beispiel, wenn ich irgendwie sowas Abwegiges mache, wie einen Gegner fokussieren, dann geht es nicht. Das ist doof. Naja. Okay, die ganzen Exalfossen sind überall wieder da. Das ist doof, aber leider nicht zu ändern. Was ich aber gleich ändern kann, ist der Stand ihrer HP. Aber dafür muss ich erstmal da hoch. Pferd hoch da. Ja. Weiter. Und hier ist gut. Da kann das Pferd stehen bleiben. Steh still und wieder runter.
So, und dann muss ich mir da hinten das Ding holen. Ach. Das ist ja doof. Hallo. So, genau das wollte ich tun. Danke sehr. Jetzt gibt's den gleich mit dem Feuergroßschwert aufs Maul. Nö, sieht nicht so aus, als ob ein Feuergroßschwert aufs Maul geht. Da ist eine Fee. So, die tanzen erstmal ein bisschen rum. Aber. Ich will nicht das Feuer targeten, ich will den targeten. Angriffstaste. Oh. Oder auch so. Wo ist die Y-Taste? Da ist die Y-Taste. Komm, hau den weg. Danke. So, looten. Und wo ist dein Kumpel? Auch Blatt. So, worum es mir aber eigentlich geht, ist das. So, damit kann ich laufen. Damit kann ich Zeug nicht aufheben, sondern ich muss es dann erst fallen lassen. Aber gut, also dann auf ein neues den ganzen Weg entlang und hoffen, dass man nicht von allzu vielen Gegnern angepimmelt und angepöbelt wird. Mal schauen, wie weit das funktioniert. So, laufen. Hm. Noch ist ja gar nichts da. Ich meine, ich beschwere mich nicht. Aber ist auch ein bisschen fishy. Egal. Wir tun jetzt einfach mal so, als wüssten wir von nichts. Laufen hier einfach schön den ganzen Weg entlang, als ob wir kein Wässerchen drüben könnten. Die Fledermaus. Hat die Lust auf mich? Noch nicht? Nee, immer noch nicht. Hier ist gerade mal abgestürzt. Jetzt hat sie Lust auf mich. Das heißt, wir geben ihr einmal. Schnappen uns Loot und gehen dann mit dieser kleinen Verzögerung weiter. Der Extra-Frost könnte böse werden, aber ob der böse wird, werde ich feststellen mit der Hilfe meiner Ohren. Deswegen habe ich gerade mal kurz an meinem Headset ein bisschen lauter gedreht, damit ich dann höre, wenn ein Extra-Frost hier rumquietscht oder versucht Wasser zu spucken oder sonstiges zu tun oder einfach das offensichtlichste Indiz, wenn die Kampfmusik einsetzt. Ja, darauf muss ich dann ein bisschen lauschen. Und wenn ich das raffe, dann dürfte ich von keinem Vieh böse überrascht werden. Ja, klingt dann nach einem guten Plan. Hier ist während der Nacht, während es regnet. Oh. Raffst du das? Oder vielmehr, was hast du nur so für eine Reichweite? Ich guck dich an, also schießt du nicht. Ich guck dich an, also schießt du nicht. Oh oh. Das könnte böse werden mit dem. So, also kümmern wir uns mal schnell um den. Soldatenbogen nehmen wir mit. Das Moblin-Zeug nehmen wir auch mit, weil man das A für Medizin verwenden kann, was ich sowieso meistens nicht tue. Aber B, der Hauptgrund, weil man es gut verkaufen kann. Ja. Und ansonsten sind hier ein paar Krabben. Die lasse ich erstmal Krabben sein. Und mir ist gerade aufgefallen, ich war immer noch nicht am Kochen. Das muss ich mal machen. Irgendwann in dieser Aufnahmesession. Entweder nach der Session oder zwischen den Folgen mal kurz, weil ihr wisst, wie es Kochen funktioniert. Ich glaube, ihr habt nicht unbedingt hart Bock auf irgendwelche krassen Rezepte. Und deswegen kann man so eine mehr oder weniger stumpfsinnige oder eintönige Arbeit auch gut und gerne offscreen machen. Denn ich mache ja keinen großen Fortschritt. Der Extra-Frost könnte böse werden, wenn er nochmal nah ans Ufer rangeht. Aber nö, der hat im Moment lieber Spaß im Wasser und ist schön am Rumplanschen. Ja. So, Extra-Frost, ich stelle euch jetzt ein neues, schönes System vor, das ihr zwar noch nicht kennt, aber ich bin sicher, ihr werdet super davon begeistert sein. Oh, Ball, bleib hier. Du bist kein Beyblade, du bist ein normaler Ball. So, was ich aber meinte, das System, oder vielmehr die Theorie der friedlichen Koexistenz. Ihr habt da euer Wasser, da will ich gar nicht rein. Ich habe hier mein Land und will hier nur irgendwas transportieren, was euch nicht stört. Also fände ich es ganz cool, wenn ihr mich auch in Ruhe lassen würdet. Denn auch in der Geschichte, unter anderem in der Geschichte Deutschlands, oh, Artillerie, hat man versucht, nach dieser Theorie oder nach dieser Idee Konflikt zu lösen,
Ob es gut funktioniert hat, ich sag mal bis zu einem gewissen Ausmaß, ja. Aber halt nicht komplett. Und diese Octorok haben eine freche Reichweite. Aber wenn ich die ganze Zeit hier so einfach am Vorbeirennen bin, ich habe gar nichts gesagt. Ich habe einfach nichts gesagt. Okay. So, so langsam sollte ich auch aus der Reichweite raus sein. Oder? Ja. Jetzt schießen sie nicht mehr rum. Die frechen Boys. So, und ich weiß nicht, was der Indikator dafür ist, dass man im Wasser laufen kann. Wir gambeln jetzt mal und sagen, dass man in jedem Wasser laufen kann, was auf der Karte hellblau markiert ist. Vielleicht. Komm her. So, wie komme ich jetzt an das Ding ran? Ich könnte es mit Schwimmen versuchen, wenn ich es dann wieder an Land schubse. Oder dahin, wo ich es dann aufnehmen kann. Ja. Ja, ja, eben ging's. Oh ja, danke. Okay, also, meine Theorie hat sich zwar bestätigt, aber wenn Mr. Kompetenz himself es mal wieder nicht rafft, in den nur im hellblauen Bereich zu bleiben, dann kann ich es leider auch nicht ändern. So, und ich gehe erstmal stark davon aus, dass ich hiermit das Rätsel um diesen Schrein souverän gelöst habe. Und wir den jetzt somit auch noch machen können. Ah, ich muss auch noch treffen. So. Aha. Ping. Sehr schön. So. Genau. Ein Schrein. Kommt aus dem Boden hervor. Da ist er. Rums. Hallo Schrein, Rätsel gelöst. Und genau so eine Tafel ist ja auch noch in der Nähe von Kakariko. Hier oder so. Ja, ziemlich genau hier. Und da muss ich dann noch irgendwann hin, nachdem die knauserige alte Tante in Kakariko es mir erlaubt hat, das Juwel, was die da so hüten, mitzunehmen. Aber erstmal sind wir hier am Ritasumo-Schrein. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht irgendeine für Zelda adaptierte Version des Sumo-Rings machen. Oh, lustig, Wortspiel, Witz. Haha. Ich finde, die Prüfung war schon schwer genug. Ich bin dafür, dass der Schrein jetzt einfach mal sagt, yo, du hast mich gefunden und ausgebuddelt. Prüfung bestanden, hier Zeichen der Bewährung, easy. Vielleicht vorher noch eine Kiste. Ich weiß ja, dass es solche Schreine gibt und... Ja, ja, es ist so einer... Zumindest denke ich, wegen dem Nass. Oh, ja, 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 ja. Genau das wollte ich. Lauf. Ah, nein, erstmal, ich grüße dich, Pilger. Mein Name ist Ritasumo. Du hast die Prüfung bestanden. Hab ich. Lauf. Ritasumos Segen. Erstmal den Inhalt der Kiste. Was hast du für mich bereit? Einen antiken Riesenkern. Sehr schön. Uralte Technologie brachte diesen gewaltigen Energiekern hervor. Derart große Kerne sind ein seltener Fund. Ein Forscher könnte wissen, wie man ihn verwendet. So, ich glaube, ich weiß aber auch, wie man ihn verwendet. Nämlich bei diesem... Cherry hieß es? Ich glaube, es war Cherry. Nämlich, ich meine dieses blaue Boxvieh. Oh, da hätte ich fast meinen Controller von mir geschmissen. Wow. Aber was ich sagen wollte ist, ich meine dieses blaue Boxvieh, was im Akala-Institut steht, wo ich mir dieses antike Zeug holen kann. Ja. Und? Dam, da, dam, da, 10 Zeichen der Bewährung. So langsam brauche ich wieder mal die komische Tante, wo man beten kann. Ich habe ja eine gefunden, wo es potenziell geht, aber dafür brauche ich eine Schuppe von einem dicken, fetten Drache, der die ganze Zeit ungefähr 200 Meter im Himmel schwebt. Mit anderen Worten, nicht so einfach zu erreichen für mich. Aber, ich weiß nicht, ob ich nicht vielleicht in... neueren Gebieten, wie zum Beispiel das, was sich hier links befindet, doch dann irgendwann solche, also da hinkomme. So, Stempel löschen. Das brauche ich nicht mehr. Da wollte ich nochmal hin, da wollte ich nochmal hin. Da wird es mir aber viel zu kalt. Weswegen bist du hier? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was der Stempel hier macht. Ich weiß noch nicht, was der Stempel da zu bedeuten hat.
Ah, doch, da gibt's die Eisenhämmer. Ich brauche dir langsam mal wieder einen. Weil hier in der Nähe... Ja. Genau. Wir porten uns jetzt zu dem Schrein. Das Pferd steht zwar da noch in der Gegend rum, aber wenn ich zum nächsten Stall komme, dann kommt es sowieso her. Also dann kann ich sowieso zum Stall porten lassen oder je nachdem, wie weit die Reichweite des Pfiffes ist, kann ich es mir dann auch, kann ich es dann auch zu mir pfeifen. So, dafür müssen wir erstmal einen neuen Ladebalken über uns ergehen lassen. Ach, das war hier der versteckte Schrein. Ich finde es schade, dass man gewisse... Nein, nicht Kopfsprung, sondern Hängegleiter. Aber was ich sagen wollte, ist, dass ich es schade finde, dass man die ganzen Stempel nicht betiteln kann. Das wäre sehr schön. So, da hoch kommst du. Schaffe ich es hier hoch? Auch wenn es regnet und das nur ein ganz kleiner Aufgang ist, wusste ich nicht, ob ich es hoch schaffe. So, und bevor wir hier jetzt hopsen, erstmal warten, bis die Ausdauer wieder da ist. Aber die ist ja schnell wieder regeneriert. Und dann sind wir hier oben. So, und hier unten müssten überall Eisenhämmer liegen. Genau, da ist zum Beispiel einer. Frag sich nur, was ich dafür wegschmeißen kann. Irgendwas, was ich nicht so sehr brauche. Eigentlich wollte ich ja so ein Sora-Großschwert auch in mein Haus hängen, ne? Ja, das wollte ich tun. Das ist ja eine Schweinerei. Dann, das heißt, ich muss nach Hateno. Und Hateno ist da unten. Also gut, noch mehr Ladebalken. Wer weiß, vielleicht hatte ich da auch die Ladebalken raus. Aber ich glaube eher nicht. Weil es ja so lange nicht dauert. Und wer würde denn schon auf diese Mördertipps, die es jedes Mal im Ladebalken gibt, verzichten wollen? Wie zum Beispiel dieser hier. Er zeigt uns, wie man mit dem Parasegel umgeht. Wow, und da tut es mir leid, dass ich eben ein bisschen übersteuert bin beim P von Parasegel. Aber ich musste das einfach so stark betonen, um dem Sarkasmus in meiner Stimme noch einen größeren Ausdruck zu verleihen. Ja, auf jeden Fall. So, wir sind gespawnt. Da drüben ist mein Haus. Ich glaube, ich kann dem Kobold da drüben auch wieder mal ein paar Rubine andrehen, dem alten Halsabschneider, damit er dann mehr Einrichtungsgegenstände in mein Haus reinbringt. Also dann morgen helfen, bau etwas für mich und zwar eine neue Wandhalterung für eine Waffe. 100 Rubine, ja, 2,6k habe ich, ich kann zahlen. Da hängt ja auch, da liegt ja auch noch ein Eisenhammer. Sehr schön. Jetzt reduziert meine Zeit schon mal so ein bisschen. Ja, vorbereiten. Torda tut Tier, werde zum Arbeitstier. Jawohl, Tier auf Tier zu reimen. Fusion. So, die Fusionsbros sind wieder da. Ein wahres Meisterwerk. Da habe ich mich fast verschluckt. Ein wahres Meisterwerk. Man soll es sich mal ansehen. Ja. So, ich habe da eine Schildhalterung. So, Sora-Schwert rein da. Und dann Eisenhammer, meins. Dann rüsten wir mal den großen Boomerang aus, das schöne Ding. Und dann gucken wir mal, was es noch so hier in Akala zu tun gibt. Höchstwahrscheinlich ziemlich viel nichts. Pferd habe ich, da war ich, da komme ich nicht hoch. Da muss ich noch irgendwann mal hin. Das heißt, da setzen wir uns mal die lila Markierung rein. Ja, da muss ich sowieso noch mal hin. Da habe ich alles, da habe ich. Ja. Sieht doch ziemlich gut aus. Da muss ich auch noch mal hin. Nein. Wo ich noch mal hin muss, habe ich ja mit Sternen markiert. Genau. Da ein Stern. Da ist noch eine Truhe, weil da noch eine Truhe ist. Ich wüsste nicht, warum hier noch eine Truhe sein sollte. Ich weiß, warum da der Stempel ist. Weil da ein Haufen Steine oben liegen. Ah! Komm, holen wir die noch. Das ist das Letzte, was wir für diese Folge machen. Die Steine da oben auf der Klippe zu holen. Weil jetzt habe ich ja auch einen Hammer. Und ich erinnere mich, das letzte Mal, als ich da oben war, war ich dagegen, dieses Ganze mit den Bomben zu sprengen, weil ich keinen Hammer dabei hatte, weil ich nicht wollte, dass alle meine Steine einen Abgang nach unten machen. Ja,
Aber jetzt habe ich einen Hammer. Das heißt, das Risiko, dass irgendwelche Steine einen Abgang nach unten machen und damit außerhalb meiner Reichweite gelangen, ist ziemlich gering. Und somit kann ich dahin. Ich muss jetzt nur noch die Sora-Rüstung anziehen, damit ich dann auch irgendwelche Wasserfälle hochkomme. Das machen wir dann mal ganz fix, sobald ich gespawnt bin. Jetzt ganz weit nach links. Sora-Rüstung, Wasserfall und... da oben. Oder? Ja. Also, dann nehmen wir am besten den, der hier schon ganz in der Nähe ist. Wer hätte es gedacht? Ach, diese Plattform. Böse Erinnerungen kommen hoch. Erinnerungen an viel, viel Inkompetenz. Und AIDS im Finger. Ei. Man kann ja nicht immer alles haben und im Endeffekt habe ich es dann doch geschafft. Und hin und wieder war das ja auch ganz amüsant, wenn ich mich der dann so, ja, dumm angestellt habe. So, jetzt muss ich da hoch. Oh, gleich ist der Regen aber auch wieder vorbei. Ich habe nur eben ein bisschen Sorgen gehabt, dass ich hier vielleicht klettern muss und das dann wegen dem Regen nicht schaffe. Aber dann habe ich unten einen Blick auf die Wettervorhersage geworfen und festgestellt, hey, sollte ja gleich vorbei sein. Wobei gleich hier auch immer mehr oder weniger relativ ist. So, unseren fetten Boomerang als Schwert zu haben, hat schon Style. Könnte auch aus Final Fantasy kommen. Ei. Warum rede ich etwas über Final Fantasy, wenn ich in Zelda bin? Mindestens genauso gut, wenn nicht gar besser. Wobei, ich glaube schon, dass es besser ist. Hallo Fuchs. So, aber an dem Fuchs bin ich nicht interessiert. Ich bin jetzt hier an der Steilwand interessiert. Das geht zwar nicht so schnell hoch wie mit einem Wasserfall, aber hoch kann ich mich da trotzdem machen. Wie, es regnet schon wieder. Hast du mal auf die Wettervorhersage geguckt, du Bastard? Guck mal da unten hin. Es soll nicht mehr regnen. Was ist das denn für eine Schweinerei? Es ist sonnig. Es hat sonnig zu sein. Sag ich doch, es hat sonnig zu sein. Also jetzt hoch. Das war ja eben eine Frechheit. Da hat mich der Regen hier richtig krass gebaitet. Da hat er gesagt, ja, hier, guck mal, ich höre auf. Und dann bin ich gerade, habe ich gerade angefangen rumzuklettern. Zeig, ich bin wieder da. Surprise, Motherfucker. Verdammte Schweinerei. So, von ein bisschen nass von oben verarscht zu werden, ist schon nicht gerade toll. Aber hey, was will man machen? So, da vorne sind meine Steine, aber hier sind ja auch noch welche. Also Eisenhammer und rein da. So, auch wenn es nur ein Feuerstein war. Den werde ich sicher noch irgendwann mal benutzen können, wenn ich denn irgendwann mal den Drang verspüren sollte, mir selbst ein Feuer anzumachen. So, und genau deswegen war ich hier. Wusste ich es doch. Ein bisschen Salz. Und noch mehr Salz. So salty bin ich nicht. Oh, Feuerstein und noch mehr Salz. Ganz, ganz viel Salz. Aber wenigstens die Hoffnung, der Stein, genau, Topas und Rhodonit. Ansonsten noch ein bisschen Bernstein. Hat doch gut funktioniert. Und jetzt kann der Stempel dort bleiben, weil solche Steine auch hin und wieder gerne mal respawnen. Erinnert aber nichts daran, dass die Folge jetzt vorbei ist. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn sie das getan hat, dann zeigt mir doch sehr gerne in Form von einem Daumen nach oben und einem Kommentar. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei sein würdet bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Bis dahin, haut rein und ciao.